So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es mit unserer Stuttgart-Tournee. Deswegen ist auch immer noch dieser Herr mit im Bild, Herr Pieper. Wir waren nämlich eigentlich in seinem Auftrag erst unterwegs. Aber ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt schon mal hier sind, geht kein Weg an Zuffenhausen vorbei. Wir besuchen Benny im Porsche-Museum mal und gucken mal, ob es da nicht für Björn auch noch so ein bisschen Oldschool-Motorentechnik gibt. Mhm. Interessiert dich das oder eher? Das schon. Also alte Sachen ja, neue Sachen nein. Motoren ja, Autos nein, ne? Genau, so kann man sagen. Wir gehen einfach mal gucken. Verantwortlich schon gefunden. Hallo Benny. Hi. Was ganz viele nicht wissen, bevor du mit den JP-Videos angefangen hast, haben wir uns ja eigentlich schon gekannt. Ja, das stimmt. Ich bin mir neulich mal wieder eingefallen, und zwar bei dem Selemov Hochzeit. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Und dann ging das ja mit euren Videos hier los. Ne? Ja, stimmt. Ihr habt ja mittlerweile auch einige gemacht. Ja. Und deswegen wollen wir auch jeden Fall heute mal so ein bisschen was anderes machen und wollen mal mehr so in Richtung Oldschool-Motorentechnik gehen. Mhm. Als allererstes stell dich mal einmal ganz kurz vor, weil es gibt mit Sicherheit ein paar Leute von meinem Channel, die ich noch nicht kenne. Nur ja, mit einem Satz. Ja, ganz bestimmt gibt es viele Leute, die mich nicht kennen. Also mein Name ist Benjamin Marianatz. Ich bin hier im Porsche-Museum seit vielen, vielen Jahren tätig. Bin aktuell oder im Moment ausschließlich für das Thema Social Media verantwortlich oder digitales Marketing. Habe früher viele, viele Jahre hier die Fahrzeugsammlung verwaltet. Kenne mich also ein bisschen mit den Autos aus. Wenn es ums Thema Motoren geht, steige ich relativ schnell wieder aus. Ja, wenn Björn mit. Aber wir haben einen auch Dortmunder dabei, den Björn, der kennt sich wohl bestens mit den Motoren aus. Versucht mit bestem Wissen einfach euch beizustehen und uns hier ein bisschen durch Porsche, Motorsport und Motorengeschichte durchzuhandeln. Ich denke, das Wissen wird auf jeden Fall ausreichen. Hoffentlich. Okay, dann noch jetzt einmal kurz zum Standort hier. Ja, wir sind in Zuffenhausen, quasi im Herz der Marke Porsche, wie wir immer sagen, im Porsche-Museum. Also in Zuffenhausen, ein Stadtteil von Stuttgart, produzieren wir aktuell alle zweitürigen Porsche-Sportfahrzeuge sowie den Taycan, der ebenfalls hier gebaut wird mit einer anderen Art von Antrieb und Motorentechnik. Aber auch das machen wir hier in Zuffenhausen. Traditionsstandort, seit 1950 bauen wir hier Autos. Seit 1938 ist die Firma hier, mit einer Pause dazwischen natürlich während des Krieges. Ja, und unter anderem dieses Auto wurde hier gebaut, wenige Meter von hier weit weg. Und weil Zuffenhausen eben das Herz der Marke Porsche ist, haben wir uns auch entschieden, hier das Museum hinzubauen. Mhm. Seit 11 Jahren gibt es das Museum. Der ein oder andere war hoffentlich schon hier. Wer noch nicht da war, bitte. Kommt vorbei. Lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, deswegen kommst du ja auch wiederholt. Und hier zeigen wir in der Regel so 80 bis 100 Autos in der Ausstellung. Neben dem Museum haben wir Museumsführungen, Werksführungen, viele Programme für Jugendliche, für Kinder. Das gibt es alles hier. Zudem haben wir hier das Unternehmensarchiv. Ich sage immer, das ist so ein bisschen das Gedächtnis der Marke. Und wir haben hier eine Werkstatt. Es ist schon relativ spät am Nachmittag, ist ein bisschen ruhiger jetzt bei uns. Die Werkstatt dient dazu, unsere eigenen Fahrzeuge zu warten und zu pflegen, auch zu restaurieren. Denn unser Anspruch ist, wir sind zwar ein Museum, aber ein relativ lebendiges Museum. Unser Anspruch ist, dass unsere Autos fahren. Natürlich nicht alle, wir haben fast 700 in der Sammlung. Alles kann und muss nicht fahren, aber ein Großteil. Und hier der RS60, der fährt auf jeden Fall. Das waren jetzt... Ich habe mir die ganze Zeit immer so Fragen im Kopf überlegt und bevor ich sie fragen konnte, hat sie schon beantwortet. Ja, da waren fast alle Infos waren da eigentlich schon so mit bei, wie ich sie eigentlich fragen wollte. okay, das heißt, ein Großteil der Autos, die hier wirklich stehen, werden auch noch richtig bewegt und dementsprechend gewartet. Genau. Okay. Genau, bewegt auf verschiedensten Rennveranstaltungen. Wir waren schon x-fach auf der Mille Miglia, das kennen viele, auch auf größeren und kleineren Rallyes. Wir sind schon 1000 Kilometer mit Elbern durch Korsika gefahren, bei der historischen Rallye Korsika. Und die Autos, die fahren, die funktionieren. Und das macht eben hier ein Team. Und so richtig restauriert wird auch? Es wird wirklich richtig restauriert hier drin. Was wir hier nicht machen können, ist Lackieren und Blech. Mhm. Das machen wir in anderen Orten. Wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten. Und wir sagen immer Satellitenwerkstätten. Wir haben eine Werkstatt in Weissach, in der Rennsportabteilung. Und wir haben noch in unserer Lagerhalle, haben wir ebenfalls noch Arbeitsplätze. Mhm. Und da können wir uns immer natürlich auch an Flächen bedienen. Und deswegen passiert nicht alles hier, aber ein Großteil passiert hier. Was ist so das spektakulärste Auto bei euch hier? Für mich persönlich, das ist eine der schwersten Fragen überhaupt. Wenn man wahrscheinlich alle ständig sieht, ist es noch mal schwerer als... Definitiv. Also ich werde euch auch gerne nachher noch mal fragen, welchen Porsche würdet ihr heute gerne mitnehmen? Es ist sehr, sehr schwer, die zu beantworten. Aber für mich persönlich sind alle Porsche mit dem Carrera-Motor ziemlich cool.
weil der Motor was ganz Besonderes ist und jedes Auto für sich damit eine absolute Besonderheit ist. Dann der GT1, der steht quasi hinter dem Kameramann. Mhm. Vielleicht schwenken wir da nachher mal hin. Mhm. Und der 959. Mhm. Okay. Das wären so meine drei Highlights jetzt. Das da? Ist das Original GT2? 993 GT2 Rennversion. Weil da gab es ja, glaube ich, nur ganz, ganz, ganz wenige offiziell von der Version, ne? Also ziemlich wenige Straßenfahrzeuge gab es. Das Museum hat selbst keines. Wir hatten auch keinen 993 GT2R, also Rennwagen in der Sammlung. Den hat das Museumsteam vor einigen Jahren dazu gekauft. Weil ich finde immer, das ist so ein Vorgänger eigentlich vom aktuellen RWB so ungefähr, mit diesen aufgesetzten Verbreiterungen so ungefähr. Ne? Ich sage immer RWB sein Vater. Ja, ja. Genau, also mit den Bolt-on-Fenders. Ja. Aber ich glaube, straßenzugelassene Autos gab es ja 7 Stück von da irgendwie so. Nee, es waren tatsächlich... 21? Doch, oder ein bisschen, es waren definitiv. Aber so nehmen wir aber weniger auf jeden Fall. Ne? Ja, so, okay. Wie viele gab es von diesem Auto? Von dem RS60? Ja. Eine Handvoll. Also. Weil ich hatte nämlich nur diese Fälschungen, hatten wir mit zu tun, mit den Käfern. Was heißt, was heißt RS60? Wofür steht das? Rennsport. Mhm. Und die 60, die steht tatsächlich für das Jahr. Fürs Jahr, okay. Ja. Mhm. Also RS steht grundsätzlich für Rennsport, das Aluminium. Ja, die war noch alles komplett handgedengelt. Ja. Auch die Rahmenrohre, das ist noch Stahl. Die sind auch komplett von Hand geschweißt worden damals. Später auch wurden Rahmenrohre ja sogar als Ölleitungen verwendet, um Gewicht zu sparen. Also steckt viel Cleverness drin. Der Rahmen ist im Detail ein bisschen verändert, damit einfach modernere Gurte stabil Halt finden. Weil wir schauen, trotz Originalitäts Wunsch, schauen wir natürlich, dass wenn wir auf Rennveranstaltungen sind, dass wir natürlich die bestmöglich vorbereitete Technik haben, aber auch im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit bieten. Geil ist ja wohl dieser innenliegende Scheibenwischer. Gut gesehen, ein innenliegender Scheibenwischer. Das lag nicht an der feuchten Aussprache des Fahrers. Es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass durch Luftverwirbelungen bei starkem Regen prasselt der Regen innen an die Scheibe. Und das war einfach die relativ pragmatische Lösung. Man setzt da einen Wischer innen rein. Bei einem 60 Jahre alten Auto, wie viel Prozent von dem Auto sind noch original so, wie es wirklich damals ausgeliefert wurde? Weil das ist ja auch ein Auto, was garantiert ja schon gefahren wurde viel. Ne? Das wird sehr ja richtig, das wird ja richtig Historie haben, das Ding. Das hat allein, also das hat tatsächlich echte Rennhistorie. Und hat auch schon viel Porsche-Museum-Historie. Also es gab auch vor diesem Gebäude ein Porsche-Museum. Da war es auch eine der Philosophien, dass man die Autos benutzt fährt. Und der ist sogar in Tasmanien eine Rallye gefahren mit ziemlich schlechten Straßen. Und man kann aber davon, also man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Aluhaut in den letzten Jahren mal ausgetauscht wurde. Mhm. Der Rahmen dürfte aber noch recht original sein. So, den Motor habe ich noch nicht gehabt. Kannst du hier so auf jeden Fall Kupplungsverschleiß, kannst du fast genau. so Kupplungsverschleißanzeige, ne? Ist relativ einfach gestaltet. Hier auch hier. Ne? Kannst du ruhig aufmachen. Hier da drunter. Und das sind die Luftfilter, genau dein Stil. Ne? Ja. Wenn du losfahren willst, ziehst du ab und schon hast du deine nicht vorne Luftfilter. Aber jetzt als allererstes, ich bin jetzt nicht so der absolute Porsche-Fachmann. Okay. Das ist ja noch Vierzylinder. Das ist Vierzylinder. Ging das mit Vierzylinder los? Das ging mit Vierzylinder los, um ganz genau zu sein. Es gibt ja auch immer so in der Szene, man sagt ja ganz gerne so, der hat einen Porsche-Motor im Käfer drin. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Es ist leichter, einen Käfermotor zu tunen, als da einen Porsche-Motor hinten reinzusetzen. Aber tatsächlich, die ersten Porsche basierten auf gebrauchter VW-Käfertechnik, kann man sagen. Okay. Weil es wenige Jahre nach dem Krieg nichts gab. Man hat die Motoren revidiert, getunt und dann in neue Porsche gebaut. Weiterentwickelt. Und dann tatsächlich mit der Aufnahme der Produktion des 356 den Vierzylindermotor als Eigenkonstruktion auch hier selbst gefertigt. Mhm. Und natürlich musste man in den 50er Jahren dann mehr bieten. Und Porsche-typisch wollte man bei den Vierzylindern bleiben. Vierzylinder-Boxster muss es bleiben, damit einfach die Parallele vom Rennsport auf die Straße irgendwo bleibt. Und hat dann einen reinrassigen Rennmotor entwickelt. Dr. Ernst Fuhrmann hat den entwickelt, neben der offiziellen Arbeitszeit. Und es ist ein DOHC-Motor, also mit 4 Nockenwellen, Königswellenantrieb. Ja, gut. Ja. Die Königswellen heißt? Keine Kette, kein Zahnriemen. Von der Kurbelwelle gehen zwei
wie dein Kardangelenk, nicht ganz, nein, Kegelwellen, geht eine Welle nach oben, das ist die Königswelle, die dann wiederum auf die Nocken geht. Das ist eine mechanische Wellenverbindung. Hatte auch Ducati viele Jahre oder Jahrzehnte gehabt, war auch... Also nicht eine parallel liegende Welle, sondern schon eine Welle, die, um die gerade weggeht. Um die Kraft nach oben zu bringen. Natürlich hast du zwei Nockenwellen oben liegen, da auch zwei Nockenwellen, aber die Kraft ist nicht mit einer Kette oder mit Zahnrädern, sondern mit einer Welle, die hochgeht. Wie das Getriebewelle, die kennst du mit dem Kegel dran, ja, klar, die das dann um die Ecke geht. Wie hört man das beim Fahren bei dem schon sehr deutlich? Perfekt, ich wollte gerade auf den Sound hin. Die Kombination aus Luftkühlung, klar, man hat hier eben in diesem Gebläseblech hat man ein Lüfterrad angetrieben durch den einzigen Riemen hier vorne. Mhm. Das gibt schon eine spezielle Geräuschkulisse, Vergaser an sich sowieso schon. Und dann eben mit dieser Königswelle, da hat schon eine sehr besondere Geräuschkulisse. Und deswegen finde ich die auch so speziell cool. Und extra cool ist es, ein offenes Auto mit dem Motor direkt hinter dir. Also und auch von Anfang an wieder Doppelzündkerzen, ne? Ja, Doppelzündkerzen oder Doppelzündung in Summe, das war schon von Professor Porsche eine relativ frühe Idee aus den 20er Jahren, einfach um die Verbrennung zu optimieren. Und auf der anderen Seite, wenn ein Zündkreislauf aussetzt, kannst du theoretisch noch fahren, weiterfahren. Ja. Trockensumpf auch schon? Ja, eben durch die flache Bauweise, einfach damit die Motorhöhe durch das Gebläse einfach höher wird, hat man schon recht früh auf Trockensumpf. Das heißt Hubraum? Hubraum, die haben zwischen 1,6 und 2 Liter Hubraum. Ah, doch, ich hätte jetzt fast sogar mehr getippt. Ja. 180 PS in den 60er oder den frühen 60er Jahren, das war schon eine Hausnummer. Ja. Wenn man überlegt, dass damals irgendwie so das Durchschnittsauto 40 bis 60 PS hatte, das ist schon damals schnell gewesen. Was wird so ein Ding erwiegen? 600 Kilo, 700? 700 Kilo, 600 Kilo, wahrscheinlich, die Tanks sind ziemlich groß, weil die sind recht durstig, die Motoren. klar ist halt auf Maximalleistung gesetzt. Und deswegen, da kommt schon ein bisschen was an Gewicht in Summe dann zusammen. Was für ein Umschalthebel ist dort neben dem Schaltknüppel? Ich würde gerade mal tippen, kann das sein, dass er zwei Tanks hat? Ja, hat er. Ach, Schalt ist der linke. Ja, genau. Tank. Richtig. Ja, sehr genau. Ja. So würde ich nämlich gerade so von der Leitung her, das sieht so aus, als wenn du einen Tank und Tank hast. Ja, so ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Wir gucken mal so. Ferdinand Porsche war einfach in seiner Frühzeit schon immer sehr an Motor und Motorentechnik interessiert. Das war natürlich alles nichts im Ganzen Innovatives, Neues damals, aber er hat halt seine Ideen immer hier mit einfließen lassen und hat immer geschaut, dass er das Modernste irgendwie einbaut in Motoren. Und hat eben unter anderem auch Flugmotoren gebaut. Davon haben wir auch noch einen, oder Flugmotoren konstruiert. Und viele seiner Konstruktionen, die er damals getätigt hat, wurden dann über Jahre, Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt und immer weiter benutzt. Muss man sich erstmal zurechtfinden an dem Motor, ne? So. Ja, was ist? Hier sind die. Ist die große Kipphebel. Ach, die hat nur eine Version. Kann entweder Einlass oder Auslass aufmachen. Also weil es ein Kipphebel nur ist. Die Federn, gibt es gar keine Federn wie du hast, sondern wie Blattfedern früher. Mhm. Hier kommt das Schmieröl raus und das flog dann wahrscheinlich einfach weg, wenn es wurde so eine Verlustschmierung. Ja, hier sieht man ja die ganze Ölgalerie. Was das hier ist, das kann ich jetzt gerade nicht genau sagen. Wurde dort auch noch was geschmiert? Weil ein Wasserknug ist es nicht direkt. Vielleicht ist es auch ein Kreislauf, weißt du? Das läuft wieder in den Tank rein. Ja, das kann sein. Schau mal, und die sind auch alle, also die haben die gleiche Nummer, aber immer A, B, C, D, E, F, G. Das heißt, da muss es irgendwie einen Zylinder. Unterschied geben. Und hier ist die eine Stößelstange, die hochgeht von der Nockenwelle. Ist lustig. Ja. Und auch die Materialien, ne, mit dem Kupfer und so weiter, das ist ja schon... Deswegen mussten wir den auch mit Klarlack bespielen, sonst wird das alles jetzt mit Grün sein. Hier können wir reingucken in den Motor. Ich kann es trotzdem nicht erkennen. Vielleicht haben die einfach dort ein bisschen Öl reingespritzt, einfach nur zur Schmierung. Ja. Oft hatten die Dinger keine Ölpumpe und unten war die Poilstange, die schoss einfach durchs Öl mit so einer Finne und spritzt das Öl hoch. Das war die Schmierung. Dadurch, dass die Pumpe vorne ist, ist auch die Frage, ob dann entsprechend hier hinten die gleiche Menge Öl ankommt.
Ne? Mhm. Dann kann es sein, dass die kleinen Anschlüsse, deswegen sind die unterschiedlich durchnummeriert, vielleicht dass unterschiedliche durch. Genau. So, ne? Genau, dass die Düse immer größer wird, dass hinten die gleiche Menge Öl ankommt wie vorne. 14 Liter Hubraum, 120 PS. Krass. Motorsport war für Ferdinand Porsche schon immer wichtig, vor allem der Motorsport eben einfach als Plattform, um zu zeigen, was man so kann. Mhm. Und damals war er noch Chefkonstrukteur, Entwickler bei der Firma Austro-Daimler, also des österreichischen Lizenznehmers der Daimler-Motorenwerke. Mhm. Und dort hat Ferdinand Porsche dann auch die Idee gehabt, einen kleinen, leichten, wendigen Sportwagen zu bauen. Und es wurde dieser sogenannte Sascha-Rennwagen. 1,1 Liter Hubraum, ein bisschen weniger, 45 PS, fast 150 km/h schnell, war 1922 schon eine Nummer. Mhm. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, der Motor besteht schon größtenteils aus Aluminium, hat zwei oben liegende Nockenwellen und Doppelzündung. Damals war das schon ziemlich innovativ und damit waren wir auch recht erfolgreich. Ja. Und Seilzugbremsen. Und auch so richtig mit Holz alles. Ja. Spannend. Und diese roten Punkte, sage ich jetzt mal, da, das sind die sogenannten Schmiernippel. Da durfte der Schmiermaxe regelmäßig schmieren. Der hat noch keine Zentralschmierung gehabt, also nicht die Pumpe. Kannst du das mit dem Schmiermaxe noch mal erklären? Der Schmiermaxe, das war ein Berufsbild, so wie heute der Kameramann. Es war nicht der, der doofe Fragen gestellt hat, sondern einfach nur der Schmiermaxe war tatsächlich so eine Art Fahrer und Beifahrer, der dafür gesorgt hat, dass das Auto funktionierte. Also der regelmäßig die Zündkerzen rausgedreht hat, angeschliffen, sauber gemacht, trocken gewischt, wieder reingedreht und die ganzen Schmierungen, die Schmiernippel einfach gefettet und geschmiert hat. Und es war so ein bisschen ein dreckiger Beruf und das wollten die Herrenfahrer und die wohlhabenden Leute, die damals eben solche Fahrzeuge besaßen, einfach nicht selber machen. Mhm. Die wollten fahren. Schmiermaxe ist quasi der Urmechaniker. Urmechaniker. Also der Urbür. Ja. Ja, Motoren, wie gesagt, für Porsche immer wichtig als Antrieb von Sportwagen. Für mich aber einer der bemerkenswertesten Motoren, der quasi aus der Feder der Firma Porsche stand, der steht hier gleich um die Ecke, hinterm Käfer. Bevor ihr jetzt nach dem Motor sucht, der ist schon viele Jahre nicht im Fahrzeug, der liegt bei uns im Lager komplett zerlegt in Einzelteilen. Das liegt daran, dass das das einzige komplett originale Fahrzeug ist. Das ist ein Typ 360 Cisitalia. Cisitalia war mal italienischer Automobilhersteller, gibt es heute nicht mehr. Konstruiert wurde das Auto von der Firma Porsche für Cisitalia. Das war die erste Auftragsarbeit nach dem Krieg. Der Motor ist, wie gesagt, nicht drin. Das Coole ist an dem Auto, also damals hat man schon viel mit Aufladung experimentiert. Das war aber das Kompressorsystem. Ferry Porsche hat auch ein VW Käfer Cabrio gehabt mit dem Kompressormotor. Einfach der Leistungssteigerung wegen. Und hier hat man zwei Kompressoren auf einen 12-Zylinder-Motor gepackt, der 1,5 Liter Hubraum hat. Mhm. Der dreht bis zu 11.000 Umdrehungen hoch, also man hat fast 385 PS, um genau zu sein. Theoretisch fährt das Ding 300 km/h, hat eine Clown-Schaltung, also fast sequenziell, und einen zuschaltbaren Allradantrieb. Also man konnte während der Fahrt den Allradantrieb an- und ausschalten. Das ist ein Formel-1-Wagen gewesen, der leider nie ein Rennen fuhr, weil Cisitalia war bankrott. Der Besitzer Piero D'Usio ist dann nach Argentinien ausgewandert. Und da das eine Auftragsarbeit war, gehörte sie ihm, sprich der Firma Cisitalia. Und er hat diese ganze, wir würden wahrscheinlich Konkursmasse heute dazu sagen, hat das ganze Zeug mit nach Argentinien genommen. Und dort hat man versucht, das Auto zum Laufen zu bringen. Aber durch falsche Zündkerzen hat man das nie richtig hinbekommen. Und das Auto ist dann auch irgendwann mal in Vergessenheit geraten und kam dann auf besonderem Wege nach Stuttgart zurück in den 60er Jahren. Vor allem 1,5 Liter, knapp 400 PS, muss ja schon gut Druck sein, ne? Das sind solche Kölbchen. Ja. Und Druck für die Zeit auf jeden Fall. Muss schon viel Druck gewesen sein. Ja. Also mein Traum wäre es mal, diesen Motor aufheulen zu hören. Also wirklich, dass der mal irgendwie wieder funktioniert. Man muss nicht damit fahren. Ja, aber muss laufen, ja. Aber es sollte einfach, ich würde es einfach gerne mal hören. Gibt es da aktuell Ambitionen, dass der wieder zusammengebaut wird? Es gab tatsächlich mal Ambitionen, das zu versuchen.
zu einer Zeit, da war das, also in den letzten 10 Jahren ist ja da technologisch so viel passiert. Wir haben das damals zu einer Zeit angefangen zu sichten, was da gemacht werden muss. Und da war das noch sehr viel teurer als heute, sowas nachzufertigen. Mhm. Und vielleicht sollten wir das nochmal in Angriff nehmen. Es wäre richtig cool. Es gibt mittlerweile schon ein zweites Fahrzeug, das funktioniert. Das ist im Privatbesitz. Das ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt worden. Da wurde auch viel nachgefertigt. Und der Motor läuft. Das Fahrzeug läuft. Das wäre hier schon auch mal ein Traum. Einfach um zu zeigen, was 1947, zu was auch zum Beispiel Porsche fähig war. Also da gibt es theoretisch nur die beiden Autos von. Genau. Genau. Und das ist der erste und der einzig fahrfertige. Schönes Detail, die Karosserie besteht komplett aus Magnesium. Oh. Magnesium? Ja. Ja. Oder Elektron halt. Mit Trommel. Und man sitzt, also... Und Mittelmotoren waren damals auch nicht so üblich. Ja. Das war noch nicht ganz so üblich. Und es ist halt sehr klug, das Auto, weil das ganze Gewicht sitzt zwischen den beiden Achsen. Also Tanks, Fahrer, Getriebe, Tanks. Oh, ja, da geht es über die Kardanwelle mitten durch einfach. Ja, ja. Die Kardanwelle geht quasi. Musst du mit deinem Hosenbein noch aufpassen. Mhm. Oder besser kurze Hosen tragen. Ja. Und dann. Der Drehzahlmesser ist nicht richtig, da geht schon viel mehr. Ja, weil nur zum Warmfahren. Ja. Aber krass, alle Hebel überall reingebohrt, wie man so maximal leicht bauen kann. Ne? Das war schon Leichtbau. Den musstet ihr ein bisschen beschichten, sonst wäre er immer weg gewesen. Ja, genau. Das ist Magnesium, das. Magnesium oxidiert ja schon mit Sauerstoff. Und deswegen brennt da schön. Brennt schön, ja. Aber deswegen ist da so eine, ja, wie du sagst, Beschichtung drüber. Ja. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das als Teilwand, dass sie das gemacht haben, das finde ich interessant. Das alles zu bedienen bei den Geschwindigkeiten mit den Reifen damals bestimmt auch spannend gewesen. Und da musst du ja wahrscheinlich auch noch richtig in eine Bremse reintreten und richtig lenken und so weiter. Ne? Ja. Aber Porsche typisch und dann auch mit Drehstabfederung. Mhm. Das ist ja ein Porsche Patent. So wie auch. Die Ringsynchronisierung ist auch ein Porsche-Patent. Hat über Jahrzehnte hinweg galt das als Porsche-Patent. Das heißt die Synchronringe im Getriebe? Ja. Ja. Und für diese Radmotoren hatte man bestimmt so 3 Meter lang. Diese, oder zum Kloppen. Zu kloppen, diese Kupferhammer. Ja. Mit Kupferhammern hat man die festgekloppt, die Radmotoren. Ja, ein wichtiges Projekt, leider nie wirklich gelaufen. Schönes Detail am Rande vielleicht. Die Verbindung zwischen Cisitalia, also der italienischen Firma, und Porsche kam über Carlo Abarth. Mhm. Der eigentlich Karl hieß und Österreicher war. Der aber auch aus familiären Gründen einfach im ehemaligen Jugoslawien gelebt hat. Seine Frau war Jüdin und die Sekretärin vom Anton Pirch. So kamen die Verbindungen überhaupt auch zur Porsche-Familie zustande. Und über Carlo Abarth kam man an diesen Piero D'Usio von Cisitalia. Und Carlo Abarth hat dieses Projekt auch mitvermittelt, auch sprachlich. Und so kam das alles zustande. Vor allem nach dem Krieg ging das dann richtig los, auch mit dem Sportwagenbau bei Porsche. Wobei man muss immer sich vor Augen halten, also nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa alles gebraucht, aber einen Sportwagen nicht wirklich. Ja, ja. Von daher war das schon echt ein Wagnis. Ja, ja. Das heißt, das Ganze wurde aber nach einer kürzester Zeit wieder eingestampft. Ja, also das war 1,5 Jahre. Dann dass sie es nicht genommen haben und zerflext haben und wieder eingeschmolzen haben, das ist immer Glück. Das ist, ja, das ist großes Glück, dass wir das noch haben dürfen und auch hier zeigen können. Ja. Das ist wirklich großes Glück. Ja, dann passt gut auf hier. Ja. Hier, Wuchtbohrung. So, als wenn du bohren würdest. Einfach schräg, diagonal, ist direkt nicht getroffen. Einfach rein, ne? Ja. Diese Welle ist aus Titan. Kurbelwelle aus 13 Titan. 13 Kilogramm. Unglaublich. Und damit 10 Kilogramm leichter als die Stahlkurbelwelle eines 917. Dieser Zapfen ist hohl gebohrt und das kann man nur, wenn man hier durchbohrt. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber wie Titan, das hat doch gar keine Schmiereigenschaft eigentlich. Also ich weiß ja nur von Titanstangen, wenn die nicht beschichtet sind am Rand, dann fressen die sofort. Ja. Haben sie damit auch das Problem gehabt oder war die nachher irgendwie beschichtet? Sagen wir es mal so, die deutsche Automobilindustrie, das kann ich jetzt sehr allgemein sagen, die war immer Vorreiter, vor allem beim Thema Beschichtungen, mit Siliziumbeschichtungen und so weiter und so weiter. Und hier hat man auch
vermute ich jetzt mal, eine clevere Beschichtung gewählt, denn das war nie das Problem der Titankurbelwelle. Okay. Das Problem der Titankurbelwelle waren Schwingungen hier in dieser Mittellage, also in diesem mittleren Bereich. Und die hat wirklich so extrem geschwungen und ist immer weiter aufgeschwungen, dass das nicht funktioniert hat. Also der ist da draufgesetzt und wie kriegt man den Ring da drüber? Deswegen behaupte ich jetzt mal ganz doof, schau mal, zwei Teile mit dem Ring. Ja. Und dieser Mittelabtrieb, der diente eigentlich für die Ansteuerung des Lüfterrades. Und da war einfach das Problem, dass die Schwingungen zu extrem waren. Sonst hätte man nochmal 10 Kilo gespart. Und 10 Kilo ist echt viel. Ja. Guck mal, wie klein die Ölbohrungen noch waren. So, ne? Das stimmt. Aber auch schon so optimiert. Ja, das sehe ich ja jetzt wieder, dass die Bohrungen wieder kleiner werden bei den neueren Motoren. Was? Die Ölbohrungen, die rauskommen, ist gar nicht so notwendig. So richtig. Nee, ich hatte nur eine Idee, wir hatten ja vorhin so eine Maschine gesehen, die sowas fertigen könnte. Ja, genau. Ach, du hattest eine Idee. Was wir hier schön sehen können, ist die vorhin schon erwähnte Königswelle in diesem Carrera-Motor. Wir stehen hier auch quasi historisch in der Übergangsphase von dem 4- auf den 6-Zylinder-Motor, also mit dem Carrera-Motor, angetrieben durch die Königswelle hier, war Porsche mit dem 4-Zylinder einfach am Ende des Machbaren. Mhm. Vor allem auch zwischen den beiden Nocken wir auch nochmal so eine Welle. Ja. Was ist der Vorteil gegenüber den anderen Sachen? Gegenüber Kette und so? Kette und Zahnring gab es ja zu der Zeit nicht. Kann ich reißen. Verschleißfrei? Ja, und es war exakt. Exakt, das heißt, die Kette, es gab keine Schwingung, es war ja eigentlich fest. Das heißt, Steuerzeiten einfach definierter. Ja, wobei das Einstellen der Steuerzeiten kann ich mir schon schwierig vorstellen. Aber ich sehe schon fast, wie es funktionierte. Da unten drauf sind die zwei Tellerräder, die man eventuell mit der Schraube verstellen konnte. Kann, ja. Die waren feste zueinander. Also es gibt auch heute wirklich nur eine Handvoll Spezialisten auf der Welt, die dazu fähig sind, einen Carrera-Motor wirklich so fein einzustellen, dass man ihn auch unter 4000 Umdrehungen fahren kann. Das ist nämlich ein großes Problem des Motors, der braucht immer viel hohe Drehzahl einfach. Ja, 15 Minuten haben wir noch. Los. Vollgas.